heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. So, wie kann ich jetzt hier das CTOS weiter links? Das heißt, ich muss die Kampagne weiterführen. Ne? Gut. Ich nehme mal den Auto. Raus! Ich will nicht sterben! Notrufzentrale, worum geht es bitte? Schicken Sie die Polizei, schnell! Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach... Ah, jetzt geht das wieder los. Okay. Ah, ich fuchs mich so langsam rein hier. Auch wenn es nicht so wirkt. Geh mal weg da. Danke. Wir haben ihn verloren, der Scan war negativ. Denn ist er gut. Bürger, vertraut ihr eure Regierung? Eure. Ich hab einen Skillpunkt verfügbar. Bei Hacken ist nichts, was ich großartig haben möchte. Fahren auch nicht großartig. Ruhiger Arm. Okay, nehmen wir erstmal ruhiger Arm. Privatsphäre steht auf dem Spiel. Eure Sicherheit auch. Wir kontrollieren die Brücken und Ampeln, zu beweisen, wie leicht es ist, kontrolliert zu werden. So. Lasst euch nicht kontrollieren. Und wo wir drücken. Wir sind die Bewahrer der Wahrheit. Ende der Übertragung. Karate und dicken Arsch. Hier ist ein Gunshop. Irgendwo. Ich steck hier mal aus. Das, Oh Gott, das Ding ist sogar direkt da, wo die Kampagne startet. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Kaufen Sie das Stromgewehr. Wie geht's Ihnen? Oh ja, ganz gut. Danke und selbst. Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. So. Das Ding sollte ich holen. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet.
Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Knifte haben wir. Knifte. Fahren wir mal zum CTOS-Gebäude, wo wir hin sollen. Oh, ihr müsst entschuldigen, wenn ich noch etwas wenig quatsche, aber für mich ist das Game halt auch noch komplett neu gerade. Ich muss mich halt noch derbe konzentrieren. Hier überhaupt mal kurz klappen. Ah, zu kommen. Fixer Auftrag. Ah, jetzt Kindzeit. Ich bin nicht gerade so ein schöner Griff. Neue Sicht ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Was geht hier, Junge? Jo. Gib mir den Beat. Hey, nicht so nah, bitte. Voll cool. Nicht schlecht. So. Beatboxer mitten auf der Straße. So. Er ernährt sich vegetarisch. Weil du da bist. Was schreiben die denn? Mach deine Trennung durch. Okay. Ich habe jetzt die Situation nicht so ausgenutzt, wie sie hätte ausnutzen sollen, glaube ich. Hier hinten. Ach nein, meine Ladung geht gleich hoch. Oh, oh
Ich hoffe, das ist nicht das, was ich denke. Oh, Scheiße. Gut. Wir werden beobachtet. Er ist hier. Der ist nicht weg. Sucht endlich. Wie cool. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Ich habe hier nichts. Alles sauber. Ich gehe da lang. Alles sauber. Ich gehe da lang. Hier ist niemand. Ich gehe weiter. Da draußen könnte noch jemand sein. Da ist er. Auch mal gehackt. So. Behaltet ihn im Auge. Von ihm? Wer ist ihm? Ey, Mann, was? So. Auch noch einmal. Jetzt hier richtig abgehauen. Such weiter! Nichts gefunden, ich seh mal da drüben nach. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Serverraum. So, wie ich da hinkomme. Hier ist alles sauber, ich suche woanders. Hier ist niemand, ich gehe weiter. Gut, der nächste weg. Nicht, ich suche woanders weiter. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Okay, anlocken wollte ich jetzt gerade gar nicht. Wo ist denn der Kack-Serverraum? Da hinten. Komm ich da hin? Ich will gar keinen anlocken. Muss jetzt wahrscheinlich zu Fuß latschen. Bleibt wach da, nur für den Fall. Seid vorsichtig. Vorsichtig werden. Scheiße. Bleib vorsichtig. Bleib stehen. Da draußen könnte noch jemand sein. Bleibt wachsam, nur für den Fall. Hab ich jetzt die falsche Knifte gekauft? Ich hab die falsche Knifte gekauft. Sucht ihn, er ist hier irgendwo.
Er ist weg! Das läuft nicht ganz so, wie ich das wahrscheinlich machen sollte. Los in Deckung! Ab jetzt will ich mein Geld im Voraus. Alter. Scheiße. Oh, fuck. Das war jetzt scheiße. Okay, nochmal das Ganze. Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Tja. Ich würde sagen, das habe ich doch ganz gut gemacht, ne? Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück.
gut, hier haben wir jetzt ein bisschen Ärger gemacht. Kriegt man bestimmt auch ruhiger hin. Also haben wir mal ein bisschen geballert. Ich frage mich jetzt auch. Es ist ja auch wirklich kein Schwein, ne? Ist auch irgendwie krass, ne? Ich habe doch nicht alle getötet. Naja, mir soll das relativ egal sein. Komm her hier. Komm her, du Spinner. Ich krieg die nicht, Typ. Was? Mann, du weißt, wie das Spiel. So, du Spack. Rainer. So, dass die Fresse ist. So. Ach, das war ein Verbrecher. Gut. Ich bin denn der Gute hier. Finde ich doch schön. Alles klar, aber. Ist auch nicht meine Karre noch, oder? Die hier steht. Ist mir egal. Doch, das ist ja. Verbrecherkonvoi. Das hört sich an. Ja, da. Ist das zu glauben? Der Kerl hat Eier. Ja, da stand doch jetzt gerade nicht wirklich ein Polizist daneben, oder? Die Karre hat auch wieder ein Handling. Oh, Jung. Wollen wir mal grün haben? Grün. Schön. Oh, bitte. Driften ganz gut. Verbrecherkonvoi. Du Mädel, ich habe gar kein Problem. Ich will hier bloß hin und nicht zu Fuß laufen. Die Kerle handeln mit Organen. Ich weiß, wie das läuft. Aufschneiden, Organe rausnehmen und sterben lassen. Wird mir eine Freude sein, die Typen auszuschalten. Ach du Scheiße. So richtig. Ah!
habe ich aber genug. Wir sind im Arsch. Alter. Sorry, da kann ich kein Wort sprechen. Wie heftig ist das denn? Das war nicht irgendwie schwierig? Alter, guckt euch das Gemetzel hier an. Und ich erledige 5000 Bastarde. Nochmal ein Verbrecherkonvoi. 3 Jahre sind seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit. Bei der Planung des CTOS behauptete Bloom, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa $350 gespart. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Bloom, dass dank des CTOS immerhin alle Familien etwas gespart hätten. Was eine Ansage. Achtung, der ist bewaffnet! Ich hab gar keine Waffe. Oh, Scheiße. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Er hat eine Waffe gezogen. Hallo, schnell, sind Sie noch da? Schießt. Hallo? Ich schieß da keine Waffe. Alter! Gut, dass da ein Gastank stand. Jetzt hätte ich mich ja jetzt erschrocken. Also nur weil ich den hier überfahren wollte. Vielleicht auch einfach mal die Navigationspunkte nutzen. Oh Gott. Okay. Wir sind gleich da. Ich muss einmal kurz verschiedene Schritte. Das hätte ich auch gemacht. Ich kann den Scheiben. Tot. Das war zu hoch. Scheiße. Wo mal dein Auto? Bewegung! Ja. In Rossi Fremont kam es letzte Nacht zu Ausschreitungen. Notrufzentrale, warum handelt es sich? In dem berüchtigten Wohnviertel kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Gewalttaten, als Mitglieder der Black Vice Force um die Führung der Gang stritten. Laut Polizei ist ein Ende der Gewalt nicht absehbar.
Leitstelle der CTOS-Scan war ergebnislos. Nichts gefunden. Sag ich ja, ich hab nichts gemacht. Ich bin da auf einer Straße. Was? Hey. Willkommen. Energy Drink. Hey, cool. Bis dann. Cool. Schon Energy Drink getrunken. Was ist das? Zum Teufel, ein Fixer? Ich hab zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Ja, ich hab halt ein Fail, ein schönes Auto. So, hier wird das in mein Spiel eingedrungen. To exit tab. Er will sich reinhängen. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Ei, ja. Wohin so eilig? Wie kannst du mir aushelfen? Immer ruhig. Er ist fast drin. Hey,
Soll ich jetzt einen Akku haben? Da bist du. Du gehörst mir. Sorry, mein Fehler. Der ist doch eben schon mal weggerannt vor mir. Raus hier! Blöder Proletenarsch! Dich kriege ich mal voll. Jetzt hingesprungen, mein Freund. Ach komm, mein Gott. So, du kleiner Schlappschwanz. Ein Fixer weniger. Wie viele von denen gibt es denn noch? Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Ich zeig mein super schönes Auto stehen lassen. Und da brennt seins noch. So, wer hat ein schickes Auto für mich? Wer hat ein? Du? Okay. Bewegung! Ganz ruhig, okay, okay. Online-Hacking 1 gegen 1. Freies Spiel. Online-Hacking wählen und dein Ziel anfangen. Wollen wir mal was ausprobieren, oder? Online. Okay. Probieren wir es mal aus. Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Ja, Sie müssen sofort die Polizei herschicken. CTOS-Scan autorisiert. Starten jetzt die Suche nach Verdächtigen.
An alle Einheiten. CTOS hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Ich muss jetzt mal die Bullen loswerden. Naja, zumindest getötet, Mann, den Motor ab hier. Eines unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Du musst ihn finden, hacken und eine Backdoor installieren. Warum sind jetzt die Bullen hinter mir her? Ja. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Oh, heilige Nichts passiert. Thank you.
gut aus. Wir brauchen Verstärkung. Geht klar. Ein Bastard weniger. Zeit, dass der andere auch drauf geht. Hör zu, Leute, ich ramme ihn. Bleibt dran.
Ah, wie soll ich den Ficker denn kriegen jetzt, Mann? Also das ist eigentlich ganz einfach, aber... Die Bullen da noch hinten am Arsch, Mann. Dran. Leck mich. Da schießt du mich trotzdem los. Halten Sie sofort an. Halt doch den Rand, Mann. Fahren Sie ran. Ich bin die Kopf, ich brauche unsere Unterführung. Da. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich. Fahrzeugwechsel war zwar nicht geplant, aber... Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an! Geht doch, Junge.